Daniel El-Fadli, Neuzugang vom SV Reutlingen. Herzlich willkommen hier beim FCN. Vielen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast hier für das kurze Interview. Wir freuen uns, dass du die Runde hier beim FCN spielen möchtest. Und erste Frage, was hat dich dazu bewogen, hier nach Nöttingen zu wechseln? Danke erstmal für die nette Begrüßung. Ich wohne in Pforzheim derzeit und studiere auch dort. Und für mich waren das eigentlich die perfekten Bedingungen oder die Gegebenheiten haben da gestimmt für mich, dass ich mich letztendlich für Nöttingen entschieden habe. Ich denke auch sportlich ist es auf jeden Fall eine Weiterentwicklung und Fortschritt. Und ich glaube, wir haben eine coole Truppe zusammen mit einem coolen Trainer und wollen auf jeden Fall oben angreifen. Das klingt gut, das klingt optimistisch. Letzte Runde, ich habe es gerade schon gesagt, hast du noch in Reutlingen gespielt, Oberliga-Konkurrent vom FCN. Es gab nur ein Spiel Corona-bedingt gegen den FCN. Warst du damals im Kader? Hast du gespielt? Da war ich im Kader, ja. Weißt du das Ergebnis? Ja, war glaube ich eher weniger gut für uns. Habe ich jetzt nicht so die besten Erinnerungen dran, aber jetzt bin ich ja in Nöttingen, deswegen kann es ja nur besser werden eigentlich. Genau. Damals war es ein 3:1 für den FCN hier in der kleinen Arena. Du trägst, wenn ich es richtig sehe, die Rücknummer 21. Hat das irgendwelche Bewandtnisse, Aberglaube oder? Nicht wirklich, ne. Ich hatte 3 zur Auswahl, die ich nennen durfte. Aber wirklich irgendwie so ein Ritual oder so ein Aberglaube ist bei mir nicht. Denke, es steht mir trotzdem sehr gut und Soll sie dir Glück bringen, die 21. El-Fadli, woher kommt der Name, deine Wurzeln? Also mein Papa ist aus Libyen, meine Mama ist aus Deutschland und also quasi aus Nordafrika. Okay, alles klar. Letzter Samstag, erster Einsatz gegen SSV Spielberg. Die kompetente Stadionregie hat den Daumen nach oben gezeigt. Wir waren zufrieden mit deinem Debüt. Wie warst du selbst zufrieden mit dem ersten Einsatz? Dankeschön erstmal dafür. Ich war auch relativ zufrieden damit. Wir hatten natürlich auch anstrengende Trainingstage hinter uns gehabt, mit dem Trainingslager natürlich auch schwere Beine, mehr oder weniger. Ich musste dann auch 90 Minuten spielen oder durfte, mehr oder weniger. Aber insgesamt bin ich auf jeden Fall zufrieden in meiner Leistung und so kann es weitergehen. Genau, so kann es weitergehen. Wie siehst du die Ziele vom FCN? Ist ja ein Riesenprogramm mit den 21 Mannschaften. Wo landen wir am Schluss? Kleiner Tipp schon mal. So mein persönliches Ziel natürlich unter den Top 3. Und ich denke auch, das Ziel von der Mannschaft und vom Trainerteam oder vom Verein, sage ich mal. Und wie schon gesagt, haben wir eine coole Truppe mit viel Qualität. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es auch so klappen wird. Alles klar, dann wünschen wir alles Gute. Drücken wir Daumen, natürlich eine verletzungsfreie Saison, das wünscht man sich immer. Und viel Spaß hier in Nöttingen beim FCN. Und danke für das Interview. Danke.